Tja, Hakuna Matata, meine kleinen Delfine. Ich dachte eigentlich, es ist trocken und ich kann die Gelegenheit nutzen, noch mal eine kurze Runde zu drehen, weil die nächsten Tage nur Scheißwetter ist. Aber anscheinend fängt es jetzt gerade an zu regnen. Ich hoffe, das hört jetzt gleich wieder auf, sonst muss ich irgendwo anhalten, die Kamera abbauen und wieder nach Hause fahren. Eigentlich wollte ich in Freihafen noch mal zu so ein paar Fotospots und ein bisschen fotografieren, aber wenn ich nicht trocken bleibe, werde ich wohl gleich umdrehen. So, werde mal kurz unter der Brücke versuchen, Schutz zu finden. So, ich versuche noch mal mein Glück und fahre weiter. Irgendwie hört das nicht richtig auf, fängt aber auch nicht richtig an zu regnen. Ich bin jetzt einfach mal positiver Dinge, dass das gleich richtig aufhört zu tröpfeln und dann wieder alles trocken ist. Sonst wird das wohl der kürzeste Moto-Vlog überhaupt. Ist auch schön, jetzt habe ich mich unter der Brücke untergestellt. Hier wollte ich gar nicht längs fahren, aber naja, fahren wir mal durch die hinterletzten Ecken. Ja, aber leider soll es die nächsten Tage vom Wetter her so bleiben. Das heißt immer so 80% Regenwahrscheinlichkeit. Deswegen dachte ich eigentlich auch, dass ich heute nicht fahren kann, weil sie 80% angesagt hatten. Und dann war das doch bis eben trocken. Und ich dachte, ja, so Mist, dann doch nochmal eine schnelle Runde Richtung City und in den Hafen. Ja, just 10 Minuten unterwegs und es fängt an zu tröpfeln. Und ja, wie gesagt, die nächsten Tage soll es nicht besser sein oder anders aussehen. Da soll es auch immer so 80% Regen haben. Aber das ändert sich ja auch immer mal von jetzt auf gleich. Von daher habe ich die Hoffnung, dass ich dann vielleicht doch irgendwie die Woche nochmal dazu komme. Ja, so 2 Stunden oder so ein bisschen durch die Gegend zu fahren. So, für alle und nicht, die nicht ortskundig sind, das ist jetzt Hamburg-Fuhlsbüttel quasi. Jetzt fängt das wieder an zu regnen, ich werde affig. Und naja. Mal schauen, was das noch so wird. Der Kleine fängt auch schon an zu jammern, er hat keinen Bock auf Regen. Auch das Motorrad hilft nicht, Papi. Versuchen so ein bisschen zu trocknen hier. Oh.
Auch wieder sehr schön. Einmal das Visier oben gehabt. Schon habe ich hier wieder irgendein Viehzeug bei mir in der Linse hängen hier. Keine Ahnung, was das wieder ist. Wenn wir an der nächsten Ampel rausschauen hier. So, einmal das rüber. Das Schöne ist ja auch, dass ich keine Erfahrungswerte habe, wie viel Wasser die Kamera ab kann. Also das ist ja jetzt relativ wenig. Ich hoffe, das überlebt sie, aber das sollte eigentlich passen. Solange das jetzt nicht gleich richtig anfängt, dann muss ich halt runterspringen und abbauen. Das hier so angucke, links ist blauer Himmel, rechts ist grau, aber ich würde jetzt auch nicht so sagen, dass das so aussieht, dass das irgendwie dauerhaft regnen müsste. Das ist eigentlich, würde ich eher sagen, es bleibt trocken. Aber schauen wir mal. So, mach grün. Geht doch. Was für eine Ampelschaltung. Ja, dann halten wir doch nochmal an. Ja, irgendwie vom Verkehr her geht es heute eigentlich auch. Also wenig Leute unterwegs. Naja gut, Wetter ist jetzt nicht so bomben. Ne? Aber da hinten ist schon wieder rot. Ich habe schon wieder irgendwie die roten Ampeln gepachtet. Nein, sie springt um. Weltklasse. Tja, scheint so, als wenn der Sommer jetzt vorbei ist. Es soll ja wirklich jetzt Richtung Herbst gehen. Von den Temperaturen hier ist es halt auch so. Eigentlich so ein bisschen schade. Ich habe schon wieder so das Gefühl, ich habe die heißen Tage nicht so richtig genutzt, obwohl ich eben halt auch dann abends viel mit Motorrad unterwegs war. So, an die Alster haben wir es schon mal geschafft. Schauen wir mal, was das wird. Ach Leute. Ja, links oder geradeaus? Was ist jetzt hier los, Kollege? Ja, da sind auch noch welche auf dem Wasser. Bei dem Wind. Naja. Die werden schon wissen. Da hinten sieht das schon wieder besser aus. Ist wahrscheinlich alles nur eine Frage, in welche Richtung man guckt. Je nachdem entscheidet sich halt, ob man Regen bekommt oder ob alles gut bleibt. Also gucken wir jetzt einfach immer nur nach rechts. Da ist sonnenblauer Himmel.
und dann passt das schon. Wieder die falsche Spur genommen, jetzt muss ich durch den Tunnel. Das wollte ich doch nicht. Naja. Wir versuchen das nochmal zu flexen. Passt doch. Rüber, weil damit wir Richtung Hafen City kommen da gleich. Oh, da hinten sieht es aber ganz beschissen aus. Habe ich nicht gesagt, ich muss nur nach rechts gucken, dann ist alles gut. Ampel ist aus, auch nicht schlecht. Was geht hier? Ups, Taube? Ja, hier ist alles richtig nass. Hier hat das wohl schon richtig geregnet. Ja, von daher, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so großartig weiterfahren sollte. Naja, schauen wir mal. Na, was wird das jetzt? Der hält da mit Warnblinker. Da, wo ich hin wollte. Ich krieg die Krise hier. Ah. Guti gut. Ja, Freunde, ich weiß nicht, wie lange der Akku noch hält. Ich glaube, ihr seid gleich weg. Deswegen vielleicht die kleine Abmoderation, trotz einigen Regens, doch noch einigermaßen trocken geblieben. Aber den Fotopoint, den ich eigentlich anfahren wollte, da bin ich heute nicht hingekommen. Die Straße ist gesperrt. Das muss ich leider auf ein anderes Mal verschieben. Ja, wenn euch das Video ansatzweise gefallen hat, wie gesagt, zweiter Versuch. Ich gelobe immer noch Besserung. Dann lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke und vielleicht ein Abo. Wird bestimmt in den nächsten Tagen noch mal ein interessanteres Video geben.
vorausgesetzt, das Wetter macht denn da mit. Ja. Ich würde sagen, falls der Akku jetzt gleich leer ist, verabschiede ich mich schon mal und würde sagen, bis zum nächsten Mal.